Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo und nicht wundern, warum ich gerade so doof gelacht habe, aber mein Hase stand da gerade und habe ich die Chance genutzt und habe mir unter den Bauch gekuschelt. Das war da jetzt nicht so witzig. Ich dafür umso mehr. Ja, heute ist Freitag und ich bin jetzt der Plumpsack, wer um mich herumgerannt wird, aber okay. Ja. Ihr wisst ja, ich möchte jetzt Leo ein bisschen beibringen, wenn ich hier Videos drehe, dass er das eben, dass er dann das so, ja, dass er nicht der Mittelpunkt der Erde ist und dass ich hier weiter drehen kann und er dann rennen kann. Weil es viel praktischer ist, wenn der Hase während dem Drehen rennt und dann muss man nicht, dann hat man etwas mehr Zeit. Gut, ja, das dazu. Jetzt kommen wir zum heutigen Videothema, nämlich wenn ich neue Produkte teste, so aus meiner Sicht, was mir dann persönlich wichtig ist und ja, und wie ich das dann meistens angehe. Also wir nehmen heute mal nur Essensprodukte und da nehmen wir jetzt mal heute uns ein paar Beispiele. Also ich habe heute dieses Zeug probiert, das heißt Schmelzkäse, nein, Schmelzkäse im Fässchen oder so. Und dieses Schmelzkäse im Fässchen, das tut man entweder in die Mikrowelle, was wir keine haben, oder man tut es eben in den Ofen für bei 160 Grad für 10 Minuten mal 2 mit Umrühren dazwischen. Und ich habe schon lange nicht mehr so widerwärtiges gegessen. Es tut mir wirklich leid, aber das hat irgendwie geschmeckt wie Pappe. Es war zäh wie Pappe, hat geschmeckt wie Pappe und ich weiß, das sollte man so nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, das verstopft mindestens die nächsten 3 Wochen. Also, es ist wirklich total eklig gewesen, ne? Gut, keine Antwort von Mutter, gut. Es war auf jeden Fall so, dass wir das so, also wenn ich was teste, ist es meistens so, dass ich es erst so probiere, wie es schmeckt, einfach so vom Grundgeschmack her. Dann versuche ich es nochmal mit ein bisschen Kräutern oder Gewürzen drin. Und wenn es dann immer noch nicht schmeckt, dann ist es einfach nur eklig. Unser Hund war voll begeistert davon, nur mal kurz, aber der durfte dann auch nicht zu viel, weil da ist ja Salz dann wahrscheinlich mit drin und das kriegt er dann nicht mehr vertrunken und ist dann nicht so gut für seine Nieren. Ja, dann ist es meistens so bei mir, wenn ich was Neues probiere, ist mir, ja, also dieser Hase ist wirklich, also ich, jetzt sagt er auf diesem, bin wieder auf dem Besenden, auf dem Hocker von Uroma. Auf jeden Fall ist es so, dass es dann so ist, dass für mich das Wichtigste ist, wenn ich neue Produkte. Entschuldigt, aber ich nehme es durch. Ich muss ja was lernen. Entschuldigt, also für den ganzen Lärm im Hintergrund. Auf jeden Fall, wenn ich was Neues probiere oder was Neues bekomme, da ist dann egal, ob es Elektronik ist oder ob es was zum Essen ist oder ob es ein Kleidungsstück ist, dann ist bei mir meistens immer so, dass ich immer erstmal brauche, dass meine Moms es anschaut, dass mein Papst anschaut, dass die beiden sagen, wie sie es finden, ob es flauschig ist, ob es nicht flauschig ist und sowas. Und erst wenn die beiden es geprüft haben, dann fange ich meistens an, es zu prüfen. Und bei Essen bin ich so, dass ich immer schon mal dran rieche. Also ich bin wirklich, da bin ich wirklich total neurotisch. Ich kann da riechen dran stundenlang. Es tut mir leid für den Lärm, aber das ist es, wenn man pubertierende Hasen ignoriert, dann werden sie wütend. Ja, und es ist auf jeden Fall so, dass ich bei diesem Käse, da habe ich erst gerochen, dann habe ich ihn versucht und er war einfach furchtbar. Ja, und dann, wenn ich zum Beispiel, was ich auch mal probiert habe vor kurzem, war ein Mette mit Schnittlauch drin. Und das fand ich so, ja. Also es ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich immer essen müsste. Dafür war es ein bisschen. Entschuldigt, das war jetzt gerade. Hase mit Häuschen fliegt um und Lena schreckt sich zu Tode. Ja, dann. Entschuldigt. Dann Almette fand ich. Okay, wir müssen Pause machen. Es tut mir leid, ich bin gleich wieder da. Bis in ein paar Minuten. Ja.
anderes T-Shirt, immer noch selber Tag. Leo ist jetzt im Stall und ja. Da sind sie halt, die pubertierenden Hasen. Die können ganz schön einen Krach machen. Ja, ich weiß jetzt leider echt nicht mehr, wo ich gerade war. Tut mir leid. Also, falls ich jetzt woanders anfange oder selber wiederholen, sorry. Ja, auf jeden Fall ist es halt nicht so, dass mir sehr wichtig ist, dann die Meinung meiner Eltern noch einzubeholen, weil ich mir da selbst irgendwie nie so ganz nur 100% vertraue. Außer wenn es sofort gut schmeckt, dann will ich keine zweite Meinung ein und mampfe ich es einfach weg. Ja. Und dann ist es auf jeden Fall oft so, dass ich dann die Sachen daneben dann erstmal sacken lasse und dann am nächsten Tag manchmal, wenn ich Reste habe, probiere ich es dann nochmal, ob es kalt schmeckt. Es gibt ja solche Essen, die schmecken warm, manche schmecken kalt und so mache ich das dann. Also entweder wenn es kalt das Essen war, warme ich es am nächsten Tag mal auf. Oder wenn es nass war, kalt, was warmes war, dann versuche ich es am nächsten Tag nochmal kalt. Beispiel, Chili Cheese Nuggets von Burger King, die schmecken kalt total gut. Die von McDonald's schmecken warm bloß. Also wenn man die kalt isst, die sind... Nee. ja, und dann versuche ich es eben dann nochmal so und dann tue ich es nochmal neu bewerten. Und wenn es mir dann schmeckt, dann... Kann es sein, dass ich es mir öfter kaufe. Wenn es mir dann immer noch nicht schmeckt, dann kaufe ich es dann nie wieder voraussichtlich. Außer ich vergesse, dass ich schon mal getestet habe. Ja, und jetzt raschelt noch meine Mutter im Hintergrund, damit auch wirklich jeder hier raschen durfte. Das ist ein bisschen nach vorne drin. Jetzt bin nur noch mein Vater, der Hund und mein Bruder. Dann haben alle geraschelt, die im Haus sind. Ja, und dann versuche ich es meistens dann so zu machen. Und bei Elektronik ist es meistens so, dass ich meine Mom erstmal ein paar Minuten in die Hand gebe. Und dann tue ich es meistens einrichten anfangen. Und wenn es dann eingerichtet ist, dann fange ich an damit zu arbeiten. Und wenn es dann etwas ist, was gut in meinen Arbeitsrhythmus passt, dann benutze ich es jeden Tag. Wenn es was ist, was eher nicht so reinpasst, dann kann auch mal sein, dass es eher rumliegt, als dass ich es benutze. Und ich es dann eher für so besondere Aufgaben benutze, wie zum Beispiel, weil sie hier und da mal eine App oder da und da mal ein Spiel oder irgend sowas. Und ja, dann kommt es ja immer drauf an. Ja, da ich jetzt leider wirklich raus bin und nicht mehr weiß, was ich zuletzt gesagt habe und wie es überhaupt der Stand der Dinge war, würde ich sagen, dass wir es hier jetzt beenden. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dann bin ich echt wieder fitter. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das macht, wenn ihr neue Sachen bekommt. Sofort selbst probieren oder auch mal mit anderen die Meinung austauschen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.retemeyer@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.